Das Ausseerland bietet halt nicht nur Tracht, Salz und Wasser, sondern was das Ausseerland ausmacht, sind die Menschen, die was dort wohnen. Du wirst immer herzlich aufgenommen. Und für mich als Koch ist halt die Produkte, was es im Ausseerland gibt, vor allem das Wildfleisch, die Fische, das Rindfleisch. Es bietet so viele Zutaten, wo man kreativ sein kann. Das ist, glaube ich, einzigartig. Ich bin Geschäftsführer der Kohlröserlhütte am Ödensee, bin gelernter Koch, bin Grillmeister, Küchenmeister, Diplom-Weinsommelier, Fleischsommelier und leidenschaftlicher Genießer. Der Name Kohlröserlhütte stammt ja nicht von der Blume, von der Kohlrösel, sondern es war früher ein Dorfstich um den Ödensee. Die Tochter vom Köhler, die Resi, die hat damals schon immer Kracherl ausgeschenkt und die Einheimischen haben gesagt, wir gehen zur Kohlröserl und da kommt der Name her. Das Besondere einmal an diesem Ort, wir sind mitten im Naturschutzgebiet, im Natura 2000 und dass das ganze Bild stimmig und rund ist, verwenden wir ja wirklich nur ausschließlich biologische und regionale Produkte. Aber wir lassen uns trotzdem nicht einengen, sondern wir haben die Produkte aus der Region, aber die haben das international zubereiten. Zum Beispiel, wir machen Sushi, da kommt der Saibling von unseren Seen, da kommt der steirische Grain ein, steirischer Apfel. Also immer weltoffene Zubereitung, aber die Produkte aus der Region. In der Kohlröserlhütte haben wir mehrere Standbeine, zu einem unser Genuss-Gasthaus, wo wir zu 100% regionale Produkte verarbeiten dürfen. Zusätzlich haben wir dann noch unsere Genusswerkstatt, wo wir selbst Lebensmittel produzieren. Grillsaucen, da haben wir die Resche Resi, die ist so angelehnt auf die amerikanische Blueberry Barbecue Sauce. Und da machen wir ein bisschen Gewürze rein, ein Kumin und das passt halt perfekt zu Wild, zu Rindfleisch. Der Ödensee ist eigentlich nur ein Geheimtipp. Bei mir gibt es auch kein schöneres Fleckerl wie da am Ödensee. Das ist wirklich richtig schön.